Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Michael Damböck und ich will euch heute erzählen, warum ich meine Fuji X-Pro2 verkaufe. Um das vorab mal gleich klarzustellen, die X-Pro2 ist eine der geilsten Kameras, die ich je hatte. Trotzdem muss ich sagen, entspricht sie einfach nicht dem, wie ich im Alltag einerseits für meine private Fotografie, aber auch für meine Aufträge fotografiere. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Meine Hauptkamera ist die X-T2, mit der filme ich jetzt auch gerade. Und dadurch, dass ich die X-T2 einfach so regelmäßig und jeden Tag benutze, habe ich mich einfach so an die Bedienung dieser Kamera gewöhnt, dass jedes Mal, wenn ich halt einfach mal die X-Pro wieder in die Hand nehme, merke, dass egal wie ich mir die Buttons konfiguriere, ich doch einfach mal auch an die falsche Stelle greife. Das andere ist, dass ich zwar die Kombination aus dem optischen und dem digitalen Sucher mega genial finde. Das ist auch was, was natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist dieser Kamera. Das hat kein anderer Hersteller. Das ist geil für Streetfotografie. Das ist auch geil, wenn du sie so für private Zwecke nutzt. Es ist aber für mich persönlich dann ein Problem, wenn ich mit der Kamera den ganzen Tag lang fotografiere. Und zwar nicht, weil ich den optischen Sucher nicht gut finde, sondern weil der Sucher an sich sehr, sehr klein ist. Wenn man das vergleicht mit dem Sucher der X-T2, dann sind es einfach zwei Welten. Es ist deutlich anstrengender, durch den Sucher der X-Pro2 zu fotografieren. Das merkt man vielleicht nicht, wenn man jetzt mal nur eine Stunde oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden damit fotografiert. Das merkt man, wenn man wirklich mal den ganzen Tag damit fotografiert. Dann wird es für mich persönlich einfach sehr anstrengend, da durchzugucken. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da mit der X-T2 wesentlich entspannter unterwegs. So, das ist das eine. Das andere ist, dass nicht nur jetzt auch für YouTube, auch für meine Jobs und auch für Videotrainings, die ihr bald bei mir auch bekommen könnt, nutze ich die Videofunktion sehr viel. Und das ist einfach nicht die Stärke der X-Pro2. Da gibt es ja inzwischen bei Fuji wesentlich bessere Optionen, eben wie zum Beispiel die X-H1. Deswegen werde ich definitiv die X-Pro2 verkaufen und werde sie gegen eine X-H1 ersetzen. Mir ist heute schon klar, dass ich das irgendwann bereuen werde, weil das, was die X-Pro2 so ausmacht als Kamera mit dem Rangefinder-Style, das ist schon was ziemlich Einmaliges und die ist einfach schön, die nimmst du einfach auch gerne in die Hand. Vielleicht werde ich mir tatsächlich mal als Option in dieser Richtung mal eine X100 anschaffen. Das wäre sicherlich auch mal eine schöne Sache als Everyday-Kamera, nenne ich es mal, um sie einfach so dabei zu haben, ein bisschen so zu fotografieren. Insbesondere, weil halt auch die 23 mm Brennweite, was dann 35 auf Vollformat entspricht, für mich persönlich einfach eine richtig geile Brennweite ist, mit der du im Alltag halt auch sehr geil fotografieren kannst, die einfach super universell ist. Von daher bin ich mir sicher, dass so eine X100 vielleicht irgendwann mal den Weg in meine Fototasche findet oder in meine Hosentasche sogar. Ja, das ist ja das Geile daran. Das sind so mal meine Gedanken zurzeit. Equipment bisschen upgraden, auffrischen, angleichen. Ich denke auch, wenn ich mit zwei Bodies auf einem Job unterwegs bin, dann ist einfach die X-T2 und die X-H1, die sind sich viel ähnlicher. Da fühlt es sich für mich nicht immer an, wie wenn ich von der einen Kamera zu einer komplett anderen Kamera umstelle, sondern es ist vielmehr, als hätte ich die gleiche Kamera in der Hand. Wobei ich da auch schon so einen Knackpunkt sehe, nämlich, dass die Belichtungskorrektur auch da nicht gleich implementiert ist. Wenn ich jetzt halt die X-Pro2 und die X-T2 angucke, da ist wenigstens die Belichtungskorrektur gleich implementiert, was ja wirklich eine Funktion ist, die du ständig benutzt. Ja? Ja, insofern glaube ich aber jetzt gerade im Hinblick auf Filmen und auf Ergonomie und das Ganze macht es für mich Sinn, diesen Schwenk zu machen. So, was sagt ihr dazu? Welche Fuji-Kamera habt ihr und warum? Würde mich mal interessieren, mit was ihr fotografiert und ob ihr damit so richtig glücklich seid und warum ihr auch die Entscheidung für die eine oder andere Kamera getroffen habt. Schreibt mir einen Kommentar, klickt auf Like, klickt auf Subscribe. Wir sehen uns demnächst.
Wir sind jetzt nämlich auf USA Roadtrip unterwegs. In 2 Wochen geht's los. Folgt mir auf Instagram, den Link schreibe ich in die Description. Da werde ich sehr viel auch in meinen Stories posten. Und es wird auch sicherlich einiges für den YouTube-Channel geben. In diesem Sinne, Leute, ob es davor noch ein Video gibt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.